Hallo Ilja, volle Sonne. Hallo. Wir wollen heute noch mal ein bisschen was über Knoblauch erfahren. Knoblauch ist so eine, wie soll ich sagen, dankbare Pflanze, die unseren Versuchen, ihn umzubringen, widersteht. Wie baust du denn Knoblauch an? Ja, also ich habe mich anfänglich wirklich mit Knoblauchanbau beschäftigt und so, aber das ist eigentlich viel unkomplizierter, als man denkt. Erstmal, wir bauen den immer an der gleichen Stelle an und haben damit keine Probleme gehabt. Was ich mache, ich nehme im Herbst von den geernteten Knollen, lege ich mir die besten raus und stecke die dann eigentlich im Herbst, September, Oktober stecke ich die Knollen dann halt so, wie ich sie dann haben will. Und ich achte schon darauf, dass ich die schönsten nehme, weil die bringen meiner Meinung nach auch die größten Knollen dann im nächsten Jahr. Und ansonsten wird einfach nur gedüngt mit Stapelkompost, also vererdete Kompost mit Triaterra-Streu, wo dann Holzkohle, Steinsmehl und EM schon drin ist. Und was ich neulich erst gelesen habe, ist, dass man für die Größe der Knollen wichtig sein sollte, dass man diese Dinger hier rausbricht. Aber da gibt es auch hier geteilte Meinung und deswegen habe ich mal ein paar stehen lassen und ein paar rausgebrochen, als die kamen. Und mal gucken, ob man da einen Unterschied merkt. Aber Knoblauch, denkbar einfach. Und erntereif dann eben zu der Zeit, wo das dann jetzt hier welk wird, sagt man. Und ja, ich könnte den jetzt dann rausnehmen, dann bleibt dieses Stück Erde frei. Also ungefähr frei. Ende Juni, Juli. Ja. Ist er erntereif fertig, und ja. Was ich auch selten höre, ist, man kann den ja die ganze Zeit, so also im ganzen Frühjahr von März bis Juni, Juli, kann man das grüne Laub nehmen. Man muss ja gar nicht die ganze Zwiebel nehmen oder man kann auch die junge Zwiebel sogar rausreißen. Richtig, ja. Und nehmen, also, oder man nimmt die ganze Pflanze mit Laub, also so mache ich eigentlich meine Suppen und Salate hier. Solange dann das immer grün, frisch und schmackhaft ist oder so, hat das. Und das fängt ja früh an, im Frühjahr zu wachsen. Das ist ja schon im März oder so. Kommen die Triebe schon raus und dann hat man schon frischen grünen Knoblauch. Ja, und vielleicht gucken wir mal jetzt einfach hier, was da so bei rumkommt, wenn man jetzt hier eine mit Trieb erntet. Ja, schöne Knolle. Hier sieht man noch die Wurzeln schön in die Holzkohle rein. Ja, und den hängt man dann eben schön auf und trocknet. Vielleicht nehmen wir mal zum Vergleich noch eine, wo ich es abgeknickt habe. Ob das jetzt ein. Also das ist die sogar mit Brutzwiebeln. Ich bin ja ein großer Fan von diesen Brutzwiebeln, weil man die einfach so überall hinschmeifen kann und dann fangen die an zu wachsen. Na, gucken wir mal, ob das jetzt einen wesentlichen Unterschied macht, ob man die jetzt rausgebrochen hat. Also der Schaft ist hier ein bisschen dünner, ne, als dort. Und da habe ich es rausgebrochen und die Knolle ist gleich. Praktisch identisch. Also, aber es könnte einen kleinen Unterschied machen, wenn man, sobald der Trieb sich hochschiebt, dass man das rausbricht. Vielleicht hat das noch einen Effekt auf die Knolle. Ja, wir brauchen nicht 110%, 100% reichen. Wir haben ja genug. Standortwechsel nicht notwendig. Wenn die Erde gut versorgt ist, kann man es, glaube ich, auch immer an der gleichen Stelle. Und wir gucken jetzt gleich nochmal in unser Erdbeerbeet. Da wachsen die auch einfach so. Genau. Da gehen wir gleich mal rüber. Und wenn man die aus der Zehe wachsen lässt, dann kommen eben gleich Knollen im ersten Jahr, ne? Also wenn man eine Zehe steckt, eine dicke Zehe, und wenn man die Brutzwiebel steckt, und da. Das sind dann die sogenannten Bubillen, ne? Wenn da man sind die Bubillen kleine, steckt, die kleinen kleine Brutzwiebeln drin, dann, mehrere. Dann kommt im ersten Jahr nur so eine Single Bulb, so eine große, runde Zehe eigentlich nur, wie eine Zwiebel. Riesending. Ja. Viel leichter noch zum Sauermachen vielleicht. Okay, wir gehen noch mal kurz zum Erdbeerbeet, wo auch ganz viele Knoblauch wachsen. Unser Erdbeerbeet im vierten Jahr noch mal ein bisschen sauber gemacht und hier drin lauter schöne Knoblauchpflanzen. Ohne Pflege, ohne sonst was. Einfach aufpassen, dass man die nicht runtertrampelt. Nicht so dick. Und da, wie hast du das gemacht, Ilja? Ja, man sieht ja hier quasi an der fertigen Knoblauchpflanze, die fertig ist, schiebt ja hier einen Trieb hoch, an dem sogenannte Brutzwiebeln halt kommen dann. Das sind mehrere kleine Zwiebeln dann hier.
und die nennen sich Bubillen. Und die ernte ich quasi von den Pflanzen dann, wenn sie abgetrocknet sind. Und die habe ich einfach nur rausgestreut. Die habe ich nicht mal irgendwie in die Erde gesteckt. Die laufen von selber auf und ziehen sich dann irgendwie selber in die Erde irgendwie rein. Und ja, das ist jetzt eigentlich ohne Pflege irgendwie gewachsen, einfach nur ausgestreut und... Wird nicht so dick. Ein paar große sind dabei, ja. Aber die meisten sind relativ klein. Aber dort grün kann man trotzdem ernten. Richtig, die genau. Erdbeeren freuen sich vielleicht, weil es den Pilzdruck oder den Insektendruck ein bisschen verringert. Genau, es soll auch gegen Wühlmäuse helfen, sagt man. Der Geruch vom Knoblauch soll ein bisschen die Mäuse abhalten und so. Deswegen haben wir keine Probleme mit unseren Katzen. Großflächig ausgestreut. Und ja, schöne Kultur. Und man, wenn man es nicht im Supermarkt kauft oder verkaufen will, braucht man es ja nicht so dick. Was noch interessant ist, warte mal, ist das hier dann, kann ich mal einen rausnehmen? Ja, ich kann auch ein bisschen, ja, ist auch machbar, ne? Also ich meine, ist aber schon mit 10, haben sich schon 10 entwickelt, ne? Ja. Also ist nicht so eine Single Bulb, nicht so eine Einzelknolle. Nee. Vielleicht ist das wirklich die Sorte dann, ne? Dieser chinesische oder. Manchmal gibt es so eine Einzelknollen. Nee, wir hatten auch schon mal Einzelknollen. Das muss irgendwie mit den Bubillen zu tun haben, aber wenn die mal, im ersten dafür, Jahr wachsen. Dass man das einfach nur hingeschmissen hat und sich nicht drum gekümmert hat, nicht ansatzweise, ist das nur vernünftige Knolle, ne? Also kann man schon mit arbeiten, finde ich. Knoblauch ist Unkraut. Knoblauch ist und das Schöne ist, wenn der dann im zweiten und dritten Jahr steht, dann kommt da ein richtiger Rasen. Dann wird er ja immer dünner, weil jede einzelne Zehe wuchert wieder raus. Und dann kommen natürlich keine großen Knollen mehr, aber dann hat man so einen Rasen, den man auch schön für Salat oder für Suppe eben dann im Frühjahr oder also so. Wenn die Knolle drin bleibt, dann schiebt sich aus jeder Zehe der Knolle im Frühjahr grün raus. Und dann hätte man quasi wie Schnittlauch eigentlich, ne? Ja. Da kann man irgendwie zack, das grün, wenn man eine Stelle hat, an der man das machen will. Ja. Haben wir in der Hecke. Okay. Danke an Ilja für die Knoblauchgeschichten.